Kürzlich hat die ACKA den Bildungskompass gestartet, der einen Wegweiser darstellen soll, um einen passenden Fernstudiengang zu finden, natürlich aus dem Angebot der ACKA. Und ich dachte mir, es ist am besten, das einmal auszuprobieren mit euch gemeinsam hier, um euch die Möglichkeiten vorzustellen, die dieses Tool hier bietet. Das Ganze ist zu erreichen über die Adresse bildungskompass.ackert.de, die ich hier bereits aufgerufen habe. Es gibt eine Infografik, die deutlich macht, aus welchen Bereichen die ACKAT Angebote hat. Und es gibt dann hier einige Informationen zum Bildungskompass. Darüber, dass das Ganze spielerisch laufen soll, dass einige Fragen beantwortet werden sollen. Und dass halt die Studiengänge ermittelt werden, die zu einem passen. Und dann hier im unteren Bildschirmbereich findet sich der eigentliche Bildungskompass. Und das möchte ich jetzt mal gemeinsam mit euch ausprobieren. So, die erste Frage hier lautet, welche Themengebiete sagen Ihnen auf den ersten Blick am meisten zu? Wirtschaft und Management, Kommunikation und Kultur oder Technik und Informatik? Informatikstudium habe ich schon, Wirtschaft und Management möchte ich nicht. Ich denke, Kommunikation fände ich spannend, also nehmen wir hier mal Kommunikation und Kultur. So, dann gibt es hier verschiedene Infovideos, die lassen wir jetzt mal außen vor. Und wir wollen ja jetzt zielgerichtet zum möglichen Studiengang kommen. Hier ist jetzt die Frage, sind Sie bereit, für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen? Nein, ein Auslandsaufenthalt kommt für mich nicht in Frage. So, welchen Hochschulabschluss streben Sie an? Ja, ein Diplom habe ich schon, dann denke ich mal, macht ein Master doch Sinn. So, und habe ich die Motivation, eine Fremdsprache zu erlernen? Nein. Für Fremdsprachen konnte ich mich nie begeistern, das stimmt zwar nicht, ich hatte mal irgendwann Englisch LK, aber jetzt als Studiengang möchte ich keine neue Fremdsprache lernen. So, welche Voraussetzung bringe ich mit? Ein abgeschlossenes Studium. Welchen fachspezifischen Hintergrund hat Ihr vorangegangenes Studium? Informationstechnik, Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftskommunikation, Ingenieurstechnik oder eine andere Fachrichtung? Naja, bei Informatik oder am ersten Informationstechnik. Ne? Nehmen wir mal das. So, und hier ist auch jetzt das Ergebnis. Diese Hochschulzertifikate passen zu Ihren Voraussetzungen und Neigungen. Das Hochschulzertifikat Fachsprachen Englisch ist für Sie genau richtig. Aha. Interessant. Ich hätte doch eigentlich angeben, dass ich keine Fremdsprache lernen möchte. Na gut. Ansonsten Führung und Management. Okay. Führung und Kommunikation, okay, das passt zu meiner Vorauswahl. Interkulturelles Management, interkulturelle Wirtschaftskommunikation und International Business Communication. Gut, viel halt international, also interkulturell. Auch eigentlich nicht so das, was ich mir vorgestellt hätte, wenn ich ja nicht ins Ausland möchte. Ja, so, hier gibt es noch Erläuterungen dazu. Herzlichen Glückwunsch, der Bildungskompass hat passend zu Ihrem Interesse im Fachbereich internationale Kommunikation und Sprache mehrerer Studienangebote an der ACKAT University gefunden. So, zum jetzigen Tag können wir Ihnen in Ihrem gewünschten Fachbereich internationale Kommunikation und Sprache leider keinen Masterstudiengang anbieten. Okay, gut, wenn jetzt natürlich das Teil der Fachbereich internationale Kommunikation und Sprachen ist, macht das ja auch Sinn. Naja. Gut, ich hätte mir jetzt eher angeboten. Ja, du hast die Führung und Kommunikation vorgestellt, darüber, das wird ja auch hier genannt. Na gut, am besten probiert ihr das Ganze mal selbst aus, wie gesagt unter bildungskompass.ackert.de und ihr könnt ja gerne mal berichten, was da für euch bei rausgekommen ist und wie gut euch das weitergeholfen hat.